Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 164. Episode der Kirchensprache am 11. Februar 2024. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Ein Nachtrag noch zur letzten Woche. Pfarrer Hermann Hinse ist am Montag in Lechten 98 Jahre alt geworden. Am Dienstag wurde Bernhard Krause hier im AWO Seniorenheim 99 Jahre, auch Pastor. Beiden herzlichen Glückwunsch. Und am Samstag wird Professor Cesare 83 Jahre alt. Mittwoch beginnt die Fastenzeit. Wilfried Prior hat dazu wieder für jeden Tag einen musikalischen Fastenkalender erstellt. Der Link dazu ist auf unserer Homepage. Nach den Infos aus der Pfarrei spricht Gitta Wolf von der Frauengemeinschaft St. Ludwig und Kaplan Lukas Hermes erinnert an die verstorbene Regina Giersprich. Doch zunächst die wöchentlichen Infos. Montag startet der große Rosenmontags-Familienumzug von St. Johannes Bosco, 10.11 Uhr an der Bosco-Schule. Am Zielpunkt Bosco-Haus sorgen KAB und Frauengemeinschaft für das leibliche Wohl. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem Oberen Markt. Im Anschluss ist ein Friedensgebet in der Christuskirche. Mittwoch ist Aschermittwoch und die Fastenzeit beginnt. In allen unseren Kirchen gibt es zu unterschiedlichen Zeiten das Aschenkreuz, oft in Verbindung mit der Messe. Die Erstkommunionkinder sind zum Beispiel um 17 Uhr dazu eingeladen, Wortgottesdienst in St. Mauritius oder Messe in St. Johannes Bosco. Mittwoch um 14 Uhr ist Doppelkopfrunde der Senioren im M-Haus an der Michaelkirche. Mittwoch ist Spielenachmittag und Abend im Pfarrheim St. Modestus. Los geht es um 15 Uhr mit dem Doppelkopfspielen, weiter geht es mit anderen Karten- oder Brettspielen um 19 Uhr. Freitag um 19 Uhr ist Gebet vor dem Kreuz in der Herz-Jesu-Kirche, vorbereitet durch Senioren- und Frauengemeinschaft. Samstag um 15 Uhr lädt die KAB St. Ludwig zu einem gemütlichen Kaffeetrinken in das Pfarrzentrum ein. Bei Weggen, Schinken, Käse und Kaffee gibt es viel Zeit zum Klönen. In dem Jahr 2023 sind bei vielen Veranstaltungen viele Bilder gemacht worden, die werden auf einer Leinwand gezeigt. Samstag um 17 Uhr ist Kinoabend der Messdiener Herz Jesu im Pfarrheim. Samstag ist die Generalversammlung der KAB St. Maria Magdalena. Sie beginnt mit der Messe um 17 Uhr in der Johanneskirche, anschließend ist Versammlung mit Imbiss im Pfarrheim. Samstag um 18 Uhr ist Neuaufnahme der Landjugend St. Maria Magdalena in der Osterledder Waldkapelle. Am nächsten Sonntag nimmt die KAB St. Maria Magdalena im Pfarrheim Anmeldungen für die Viertagesfahrt in den Harz entgegen. Am nächsten Sonntag um 9.45 Uhr werden in der Messe in St. Johannes Bosco 4 neue Messdienerinnen aufgenommen. Am nächsten Sonntag um 10.30 Uhr ist wie immer am ersten Fastensonntag in der Messe in St. Peter und Paul sakramentaler Segen und Gestaltung durch den Kirchenchor. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr ist der Gottesdienst Heiligkreuz Impuls im Pfarrzentrum St. Ludwig. Hallo, ihr lieben Frauen hier im Saal. Heute feiern wir Karneval. Sei es aus Mauritius, Christus, Ludwig oder sonst woher. Wir feiern alle gemeinsam. Das freut mich sehr. Doch schaut man sich die Welt heute an, das ist doch alles ein fürchterlicher Kram. Nicht Fried und Freude, ihr lieben Leute. Nein, Geld und Macht steht an erster Stelle. Sind die nicht alle helle? Da will einer alle regieren. Alle sollen so parieren, wie er es möchte. Er ist der Herr. Sein Land zu klein. Er will mehr. Doch leider ist er nicht der Einzige auf dieser Welt. Manch einer, der sich für was Besseres hält. Schauen wir uns in Amerika den Blondschopf an. Denkt auch, er ist der größte Mann. Leider finden ihn viel zu viele toll. Im Ausland denkt man, was ist das für ein Troll? Egal wo, in der Politik geht es hin und her. Krieg ja, Krieg nein. Ist das denn so schwer? Haben wir nichts gelernt aus den vielen Kriegen? Geht es immer nur darum, ich will siegen? Haben zwei Weltkriege uns nicht was Besseres gelehrt, dass das der größte Fehler war auf unserer Erde? Nein, Krieg in Europa nun schon 2 Jahre. Wir wünschen uns Frieden für alle da. Auch im Nahen Osten ist kein Ende in Sicht. Dafür sehen AfDler und die Rechten im dunklen Regierungshimmel bei uns Licht. So weit sind wir schon, so geht das nicht.
Zehntausende gehen auf die Straße für Demokratie. Deutschland ist bunt und braucht bunt, so nötig wie nie. Fachkräftemangel an allen Ecken. Mit welchen Deutschen will man das denn decken? Hoffentlich kommen viele Wähler noch zu Verstand, dass die AfD ist nicht gut für unser Land. Statt Hass und Hetze, Toleranz und Solidarität, damit ein guter Wind durch unser Land weht. Wichtig ist, bei der nächsten Wahl gehen alle hin, sonst hat nicht eine einzige Demo einen Sinn. Auch wir KfD-Frauen stehen auf für Menschenwürde und Demokratie. Das ist so wichtig wie nie. Aber auch mit der KfD war es im letzten Jahr nicht leicht. Ein neuer Beitrag wurde angezeigt. Doch bei vielen kam das nicht gut an. Aber an KfD ist so viel Gutes dran. Die starke Stimme der Frau in Gesellschaft, Kirche und Politik. Ja, da reden wir KfD-Frauen mit. Mit 3,33 Euro im Monat können über 250.000 Frauen viel erreichen. Auch bei Gegenwind werden sie nicht weichen. Bei Themen wie Mütterrente, Altersarmut, Geschlechtergerechtigkeit, viele Themen hält die KfD für uns Frauen bereit. Die Frauen im Verband dort oben, sie kämpfen für uns. Wir sollten sie loben. Doch nehmen auch wir es vor Ort in die Hand. Denn nur von uns KfD-Frauen lebt der Verband. Nur gemeinsam sind wir stark und können etwas erreichen. Da kommt es dann schon vor, dass man Beiträge muss angleichen. Und bei uns in der Pfarrei, oh Schreck, ruckzuck waren beide Pfarrer weg. Und ehe man sich versah, ein neuer bereits gefunden war. Dass Kirche so schnell kann denken, wenn sie etwas müssen lenken, da ist doch mancher ins Staunen gekommen. Aber wir haben es hingenommen. Man sagt, neue Besen kehren gut. Schauen wir mal, ob er es auch tut. Das offizielle erste Foto mit diesem katholischen Kragen. Besser ein Hoodie, wie am Samstag in der Presse. Den kann er gut tragen. Sieht er dann doch aus, wie wir alle. Und das gefällt mir viel besser, in jedem Falle. Und wie sieht es sonst mit unserer Kirche aus? Da ist manches ein Graus. Missbrauch, Lügen und Macht der Kirche zu schaffen. Kann sich nicht zu guten Lösungen aufraffen. Bischöfe machen Pause, kehren aber zurück. Das Kirchenvolk ist nicht entzückt. Gebt doch zu, dass ihr habt Mist gebaut, dass Menschen ihrer Kirche nicht mehr traut. Das Kirchenvolk rennt weg, kein Bock mehr auf den Laden. Ich kann's verstehen, muss ich leider sagen. Auch das Thema Frau ist immer noch ein Problem. Dabei wollen sie es nicht sehen. Ohne uns Frauen keine Kirche, kein Gemeindeleben. Wenn wir alle aufhören, dann kann Kirche aufgeben. Und jetzt gibt es pastorale Räume, immer größer, immer weiter. Das sind jetzt leider keine Träume. Man muss alles passend machen, haben sie gedacht. Weniger Priester, größere Gemeinden, das wäre angebracht. Demnächst fliegt der Priester dann wohl mit dem Hubschrauber an. Durchs Kirchendach hinuntergelassen, die Wandlungsworte schnell in Worte fassen und schon wird er wieder hochgezogen. Die nächste Gemeinde wartet, fühlen sich sonst betrogen. Doch wenn es so weitergeht, wo kommt da unsere Kirche hin? Viele sehen in Kirche keinen Sinn. Austrittszahlen explodieren, viele Schäfchen wird die Kirche verlieren. Mensch, Kirche, schau dich doch mal an. Was doch mal die Stütze für Frau und Mann. Viele haben Halt und Heimat gefunden. Doch euch ist es gelungen, dass aktive Laien das Boot verlassen, damit die Obrigen es endlich mal erfassen. Und dieses übertüncht all das Gute. Da ist mir schon mulmig zumute. Die vielen, die sozial denken, Kraft und Zeit den Bedürftigen schenken. Viele Kitas, Schulen und Heime ständen vor dem Aus, wenn alle gehen aus der Kirche raus. Ist es das, was Jesus wollte? Was hätte er gemacht? Das hat Clemens Niermann sich immer gefragt. Manches Leid wäre vielen erspart geblieben, wenn alle wären von diesem Satz angetrieben. Denn Jesus wollte mehr als Macht und Geld. Er wollte Menschen, die sich lieben auf dieser Welt. Denn das Glück anderer Menschen in deren Augen zu sehen, macht das Leben einfach wunderschön. So nehmt diesen Satz, was hätte Jesus gemacht, mit nach Haus und macht das Beste daraus. Denn im Kleinen fängt man an, damit sich etwas verändern kann. Keinen Krieg, nur Frieden, keine Macht, für alle passend Geld. Das wäre eine ganz neue Welt, in der jeder leben kann, ob weiblich, männlich oder divers. Und so endet dann für heute mein Vers. KfD, hello!
Ich bin Lukas Hermes, Kaplan in der Pfarrei St. Mauritius. Und im Gemeindeteil Mauritius mussten wir letzte Woche Abschied nehmen von einer sehr engagierten Ehrenamtlichen, Frau Regina Giersprich. In den 70er Jahren ist sie mit Pater Paul nach Mauritius gekommen und hat mit ihm zusammen hier gewirkt und gearbeitet. Ein besonderes Anliegen für die beiden war die Seelsorge der Heimatvertriebenen und der Tschechen. Deswegen sind sie auch zweimal im Monat nach Hamburg und Hannover gefahren, um für diese Personengruppe Gottesdienste zu halten. Und als Pater Paul gestorben ist, war es ihr weiterhin ein Anliegen, das weiterzumachen. Aber darüber hinaus war sie auch in Mauritius aktiv. Küsterin, Lektorin, Kommunionhelferin, Seniorenmessdienerin. In unzähligen Bereichen kam sie vor. Viele konnten es doch gar nicht fassen, dass sie nicht mehr hier ist. Denn bis zuletzt war sie topfit gewesen, legte Wert auf gesunde Ernährung, auf viel Bewegung. Und auf einmal, als wir am Darstellung des Herrn erfahren haben, dass sie nicht mehr da ist, es war wie ein Schock für den Gemeindeteil. Heute, am Samstag, dem 10. Februar, dürfen wir uns nun von ihr verabschieden. Die Beerdigung ist in St. Barbara, da dort das Familiengrab ist. Und gleich feiern wir jetzt hier für sie ein großes Auferstehungsamt. Denn der christliche Glaube, den hat sie in die Gemeinde getragen, den hat sie verkündet, den hat sie mit ihrem Leben gelebt. Und deswegen verabschieden wir uns in christlicher, in österlicher Freude nun von Regina Giersprich, eine ganz besondere Person im Gemeindeteil Mauritius. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.